und schön, dass ihr da seid. Ich habe ein Tauschpaket gemacht, und zwar mit der Familie Klein. Schaut auch gerne bei ihrem Kanal vorbei, den verlinke ich euch in der Infokarte und auch nochmal in der Videobeschreibung. Und dann würde ich sagen, wir beginnen. Ich öffne das Paket und wir sehen uns dann gleich wieder. So, hier haben wir nun erst einmal den Brief und ich lese ihn euch mal vor. Hallo Familie Spielwelt. Cool, dass es geklappt hat mit dem Paket. Ich hoffe, du findest meine Sachen schön. Das denke ich schon, dass die sehr schön sein werden und hoffentlich kannst du sie gut gebrauchen. Du findest in dem Paket ganz viele schöne Sachen. Hab noch einen supi Tag. Ja, euch auch noch einen schönen Tag. Tschüss, deine Familie Klein. Das ist ein sehr netter Brief, vielen Dank. Und nun machen wir weiter. Als nächstes haben wir hier ein kleines Heftchen. Da steht Happy on Tour drauf. Ich denke, das heißt glücklich auf der Reise. Ihr könnt euch das Coverbild mal anschauen. Und ich würde sagen, ich lese euch mal vor, was da denn so alles drin steht. Wie alles angefangen hat. Es war der 26. März 2021, als ich YouTube machen wollte. Es war auf der Geburtstagsfeier von meinem Dad. Dort hatte einer seiner Freunde vorgeschlagen, dass ich damit anfangen könnte. Ein paar Tage später. Endlich haben Admins Eltern zu Social Media ja gesagt. Ein paar Days später. Nun war es April und Admin hat ihr erstes Playmobil-Video auf dem Kanal Familie Klein Playmobil-Geschichten für Kinder hochgeladen. Male die Szene, wo du Social Media machen durftest. Das kann ich sicher machen. Und vielleicht kann ich euch das ja am Ende dieses Videos zeigen. Ich finde es ganz interessant zu erfahren, wie es denn angefangen hat, dass ihr mit YouTube angefangen habt. Vielen Dank für diesen interessanten Rückblick. Happy on Tour. Happy on Tour heißt glücklich auf Tour. Dann hatte ich ja fast recht mit meiner Vermutung am Anfang. Happy on Tour war für mich immer so schön. Ich liebe es einfach, happy on tour mit meinem Kanal zu sein. Ich finde es wirklich wunderbar. Schreib dein Wort hier hin, das dich am meisten beschreibt. Das können wir gleich auch machen. Social Media. Social Media fand ich schon immer cool. Nicht nur wegen den ganzen Kanälen, sondern wegen der ganzen Community. Eine Community ist für jeden da. Allerdings muss man vorsichtig sein, weil wer weiß, was da alles für Bösewichte lauern. Und hier unten steht Community und ein Herz. Dem kann ich nur zustimmen. Ich liebe meine Community auch. Also an dieser Stelle vielen Dank an meine tolle Community. Wie findest du Social Media? Gut oder schlecht? Ich finde Social Media auf jeden Fall gut. Ich finde, es ist eine gute Möglichkeit, seine Hobbys mit anderen zu teilen und sich mit verschiedenen Personen auszutauschen. Hater. Ich finde Hater nicht cool. Man sollte immer erst darüber nachdenken, was man schreibt, bevor man etwas schreibt. Aber was bringen Hater? Hater wollen einfach nur neidisch sein. Lasst euch nicht unterkriegen. Dem kann ich nur zustimmen. Vielen, vielen Dank für die tollen Worte. Wie findest du Hater? Ich finde Hater nicht so toll. Sie können einen ganz schön verletzen manchmal. Und ich denke, Hater denken auch gerade gar nicht darüber nach, was sie denn alles schreiben. Und auf dieser Seite kann man etwas malen. Da habe ich auf jeden Fall einen tollen Zeitvertreib. Und hier steht noch einmal Happy on Tour mit einem Herzchen. Ja, vielen Dank für dieses tolle Heft. Ich finde ganz toll, was da alles drin steht und die ganzen Interaktionen. Vielen, vielen Dank. Hier haben wir erstmal ein laminiertes Blatt. Das gefällt mir richtig gut. Es ist ein bisschen herbstlich. Ich denke, ich werde es im nächsten Jahr auf jeden Fall für die Herbstblumentour gebrauchen können. Dann haben wir hier diese tollen Sticker.
Ich habe auch schon überlegt, ob ich die mir kaufen kann bei Teddy. Aber ich habe immer so ein bisschen überlegt und jetzt habe ich sie. Das ist ja toll. Vielen, vielen Dank. Da kann ich auf jeden Fall was anfangen. Vor allem, wenn ich jetzt für Weihnachten dekorieren möchte. So, als nächstes haben wir hier noch ein Bastelset. Da sind so coole Monster drauf. Ich mache das mal auf und zeige den Inhalt genau. Wie ihr sehen könnt, kann man mit diesen Materialien diese Monster machen. Die sehen ja richtig toll aus. Da werde ich auf jeden Fall ganz viel Spaß dabei haben. Vielen Dank. So. Dann haben wir hier ein Ei. Ich denke, damit kann ich auch etwas anfangen. Da kann man auch ganz kreativ dabei sein. Und nun haben wir hier wieder ein paar laminierte Bilder. Die sehen alle richtig toll aus. Die kann ich sicher gut gebrauchen. Und dieses Bild hier gefällt mir besonders gut. Das ist auch richtig schön weihnachtlich. Das werdet ihr sicherlich in einem von meinen Häusern wiedersehen. Und nun kommt auch schon das letzte Päckchen. Und das mache ich mal auf. So, da ist auch eben schon etwas rausgefallen. Aber ich mache das weiter auf. Ah, ich merke schon. Das ist wahrscheinlich etwas zu essen. Also, ich denke mal, das sind zwei Suppen, die man hier mit den Löffeln essen kann. Ich finde die Idee richtig genial, das so aus Eicheln zu machen. Also vielen, vielen Dank, die kann ich auf jeden Fall gut gebrauchen, vor allem in dieser kalten Jahreszeit. So ihr Lieben, ich habe wie versprochen etwas im Heft ausgefüllt. Ich habe die Szene, wo ich Social Media machen durfte, jetzt nicht aufgemalt, sondern ich habe genau das gleiche wie Familie Klein gemacht und die Geschichte aufgeschrieben. Das kann ich euch jetzt gerne einmal vorlesen. Ich wollte aber voraussichtlich Ende Dezember noch ein Video dazu machen, wo ich es euch alles ein bisschen ausführlicher erkläre. April, Mai 2020. Als ich für die Schule ein Video geschaut hatte, wurden mir die Familie Hauser Videos vorgeschlagen. Ich habe mir eines angeschaut und konnte nicht genug davon bekommen. Ende Mai 2020. Zu meinem Geburtstag habe ich einen Laptop bekommen. Und mit diesem Laptop drehe ich jetzt immer noch die Geschichten. Momentan benutze ich aber mein Handy oder mein Tablet, da ich meine App InShoot nur auf diesen beiden Geräten habe. Juli 2020. Ich wollte auch ein Video machen und so entstand Anfang Juli meine erste Geschichte mit Familie Hauser. Im Laufe der Zeit habe ich weitergemacht und meine Mutter hat mir vorgeschlagen, mit YouTube anzufangen. 8. September 2020. Als ich die ersten Videos mit meiner eigenen Familie, Familie Spielwelt, im Kasten hatte, habe ich gemeinsam mit meinem Vater meinen Kanal erstellt und die ersten Videos hochgeladen. Denn ich fand damals, ich brauche eine eigene Familie, ich kann die Videos nicht mit Familie Hauser machen. Und Familie Spielwelt war aber auch immer die Familie, mit der ich gespielt hatte. Familie Spielwelt hatte aber einen anderen Familiennamen und die Figuren sahen teilweise auch etwas anders aus. Und ja, das war's auch schon mit diesem Video. Vielen Dank für die tollen Sachen, sie haben mir alle sehr gefallen. Und dann würde ich sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal. Habt noch einen schönen Tag, ihr Lieben.